herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monja und heute möchte ich mit dir ein ganz einfaches Spread so richtig aus der Hand für dein Bullet Journal malen. Und dafür brauchst du zunächst einmal natürlich dein Bullet Journal. Ich habe hier das Scribbles That Matter. Dann ein paar Bleistifte. Dann natürlich den Micron Fine Liner. Ein Geodreieck. Ein Radiergummi. Und die Zebra Malzeilerstifte, die dafür übrigens bestens geeignet sind und auch nicht auf die andere Seite durchkommen. So, jetzt geht's auch schon los. Für dieses Daily Spread habe ich mir nur eine Seite genommen. Und das hat einen guten Grund, ne? Weil für jede Woche 7 Doppelseiten, naja, dann ist dein Bullet Journal doch schnell voll. Deswegen, naja, habe ich gedacht, eine Seite pro Tag reicht. Wenn man das denn überhaupt braucht, ne? Also meistens nehme ich eine Doppelseite pro Woche. Ich habe das jetzt mal mit einer Seite für einen Tag genommen. Dafür brauchst du aber ein bisschen Zeit, ne? Um das jeden Tag auszufüllen und ja, verschiedene Sachen zu tracken. Muss nicht immer sein, kann man mal machen, ne? Aber muss man nicht immer haben. Du kannst es ja mal ausprobieren, wie dir das gefällt. Ich habe immer nur eine Wochenübersicht und schreibe das da rein, ja, dass ich so ein bisschen Platz für jeden Wochentag habe. Und das reicht mir in aller Regel auch. Ja, und jetzt machen wir hier in Kalligrafie-Schrift wieder den Freitag. Und ich mache so ein paar Tropfen dahin. Ja, einfach so, ne? Ich wollte das so ein bisschen gestalten, also habe ich hier so ein paar Wassertropfen an den Freitag dran gemalt und das sind 3 auf jeder Seite und die stehen alle so ein bisschen schräg und dann schreibe ich das Datum direkt hier unter den Freitag. Ja, du siehst schon, ich male alles mit Bleistift vor. Das ist so eine alte Angewohnheit von mir, ne? Also ich muss immer erst wissen, wo was hinkommt. Deswegen lege ich mir sozusagen eine Skizze an. Dann kann ich das hinterher die ganzen Linien wegradieren. Und ich kann mich auch in Ruhe vertun und kann das dann wieder in Ordnung bringen. Wenn ich das direkt mit dem Micron Fineliner mache, ja, dann ist von der Korrektur nicht mehr viel übrig, ne? Also kann ich einfach nicht mehr viel machen. Ja, was brauche ich jetzt für einen Tag? Also erst einmal eine To-Do-Liste, die ist jetzt oben rechts. Dann brauche ich natürlich noch ein Foodlog, ja, also was ich kochen möchte an dem Tag, beziehungsweise essen. Dann kann man mal gucken, welche Lebensmittel man besorgen muss. Dann habe ich noch so ein Gratitude, also ein Dankbarkeitslog, ja. Also einfach kurz reinschreiben, wofür ich dankbar bin. Auch das ist mal eine schöne Erinnerung, ne, am Tag, dass man da mal kurz reinguckt und denkt, ja, eigentlich ist das Leben eigentlich so gar nicht so schlecht. Ja, und dann habe ich oben links hier stehen, the only limit is your mind. Das sehe ich auch so, ne, weil manchmal kann man sich gar nicht vorstellen, was man alles so erreichen kann, was man alles so schaffen kann in einem Tag. Und deswegen finde ich es immer ganz interessant, wenn ich da so ein kleines Zitat drinstehen habe, also eine Quote, ja, die mich einfach daran erinnert, alles ist machbar. Ja, und dann brauche ich noch den Main-Fokus des Tages, also worauf ich mich an dem Tag konzentriere. Und das ist oftmals auch ja, die Videobearbeitung, ne? Deswegen kommt da gleich Video-Recording rein. Und ganz wichtig für mich ist natürlich die To-Do-Liste. Ja, und dann kann ich auch schon loslegen. Also oben rechts neben dem Friday habe ich ja die Sonne gemalt. Also einfach das Wetter, ne? Was für ein Wetter ist heute. Davon ist ja auch immer so ein bisschen abhängig, wie viel Lust und Zeit man mit der Arbeit verbringt. Zumindest wenn man selbstständig ist. Ja, und dann kann es auch schon losgehen. Dann nehme ich dann den Micron Fine Liner und male das alles nach, ne? Jetzt kann ich noch so ein paar Korrekturen vornehmen. Ich kann noch mal das ein oder andere, ja, hoffentlich schöner machen. Und dann wird das auch gleich schon koloriert. Thank you.
Ja, jetzt bringe ich da ein bisschen Farbe rein. Du siehst schon das Blau und dann natürlich auch noch Gelb. Und dann nehme ich den Stabilo Pen einfach und mal damit noch einmal das Friday nach. Ich habe erst gedacht, ich mache das so ein bisschen mit Kalligrafie, dass ich das an verschiedenen Stellen eben dicker mache, aber jetzt habe ich das einfach nochmal nachgezogen. Und das Ganze soll sehr, ja, handgemalt aussehen, ne? Deswegen gar nicht so schön koloriert, sondern wirklich einfach nur mit einem Marker drüber. Einfach damit das mal eben schnell zu bewerkstelligen ist. Ich schätze, auch du kannst nicht jeden Tag stundenlang mit deinem Bullet Journal verbringen. Deswegen soll das nur ein Spread sein, das du mal eben anlegen kannst. Wirklich einfach aus der Hand heraus und dann mal eben drüber malst, nicht viel brauchst für und trotzdem ein schönes Spread hast, trotzdem einen, ja, Bereich hast, wo alles getrackt werden kann, was du für den Tag so benötigst. Inklusive natürlich, wie viel du trinkst. Immer ganz wichtiger Bereich. Ne? Ganz oft in den Bullet Journal ist ja immer drin, wie viel Gläser Wasser man getrunken hat. Und naja, das ist schon nicht unwichtig. Ne? Deswegen kommt das hier auch bei mir rein. Ja, du siehst, dieses Spread ist in wenigen Minuten gemalt, ne? Und jetzt kannst du alles eintragen, was du für den Tag über brauchst. Und wenn du das im Morgen auch machen willst, auch kein Problem. Ja, ich hoffe, dir hat dieses kleine Video gefallen und du kannst jetzt auch ganz schnell deinen Weekly Spread oder deinen Daily Spread, ne, erstellen. Und vielleicht gibst du uns einen Daumen nach oben und lässt ein Abo da. Du kannst mir natürlich auch in den Kommentaren schreiben, wie dir das gefallen hat und ob ich mehr Daily Spreads machen soll. Ja, dann würde ich es natürlich gerne tun und dann hoffe ich, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin, tschüss!